Sportgemeinde Beutenburg. Wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Gut Kick, gut Kick, gut Kick. Sportgemeinde Beutenburg, wir sind wieder zurück. Ist das nicht geil? Heute haben wir uns hier versammelt für, wer möchte sagen, eine neue Tierlist. Tschüss! Worum? Worum geht's in der Tierlist? Bundesliga-Trainer. Nach Sympathie, nach Skill, was auch immer. Das ist. Na, ich würde schon sagen, wenn sie die Besten, oder? Ja, nach allem. Nach allem. Also nicht Beste, erfolgreichsten. Ja, aber ich kann nicht sagen, gar nicht feiern, kann ich aber auch. Nein, ist okay. Normal. Das Gesamtpaket. Benni hat die Tabelle offen. Wir werden alle 18 durchgehen. Nach Dienstalter. Heute, wie lange sind die im Verein drin? Deswegen fangen wir gleich mit Frank Schmidt an. Nein, ich dachte, wir machen von unten nach oben. Von unten nach oben? Ja. Ja, ich würde mit Frank Schmidt anfangen, der bockt doch eh nicht. Ist egal, dann machen wir Mixer oder was willst du? Wir fangen von dem Ältesten zum Jüngsten an. Ja, sagen. Vielleicht machen wir auch einfach erst der Dienstälteste, dann der Dienstjüngste und dann immer so weiter. Das können wir auch machen. Kannst du auch Ding mit Sieben. Dann ist das eh komplett durch. Da machen wir das Ding kommen mit Sieben. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Also fangen wir an mit Frank Schmidt. Genau, wir fangen an. Ich muss mal sagen, was unsere Tiers sind. Ach, natürlich Tiers. Mag dir einer vorstellen von euch? Ja, Benni, du hast doch die Liste schon da gefunden. Nee, ich hab die Liste der Trainer. Nee, jetzt hast du die Liste. Du kannst sie auswendig. Also, ja, kann ich auswendig. Ja, mach ich auch. Okay, wir ranken natürlich heute nach Biersorten. Das wäre krass. Ranken natürlich heute nach Biersorten. Platz 1, Flensburger von mir aus. Eigentlich würde ich 1 mit 2 tauschen, Platz 2 Stauder, weil Stauder ist halt Heimat, Essen und so, alles. Ja, das ist auch wahr. Das ist einfach geil. Kommt sich aus Heiden aus? Trauer Simon, doch, aber ist ja quasi Essen. Trock und Simon, natürlich, also das ist einfach ein stabiles Bier, Preis-Leistungs-Verhältnis, Bombe. Das ist eigentlich auch ein Kandidat auf die 1. Normal, weil Leistung nicht so gut ist. Ihr greift nach den Pferden, aber auf das Pferd natürlich das König Pilsener, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber zur Notstar kann man halt das auch noch trinken. Aber das kann man noch trinken im Gegensatz zum 6.7. Bier. Von mir aus Köpi dann. Ja. Und auf der 12 natürlich das Berliner Kindle absolut. Stabil, kann man auch nicht als 12. Den Zitronensaft. Kann man nicht als 20. Also, Bier trinken. Stabil auch. Ja, eine Sorte. Aber ja, normal, Digga. Ja. Auf jeden Fall fackeln wir gar nicht lang rum. Und wir fangen mit dem ersten Trainer an. Schauen wir uns den FC Heidenheim. Im ersten FC Heidenheim. Welcome in die Bundesliga. Normal. Wo würdet ihr Frank Schmidt einranken in dieser Tierlist? Fangen wir mal an. Ist schon geil. Fangen wir auf jeden Fall an. Ich finde den eigentlich ganz sympathischer Kerl. Für mich ein Trauer Simon. Okay. Ich habe jetzt nicht so die Verbindung zu dem. Ist jetzt mit Heidenheim aufgestiegen nach, weiß ich nicht, wie viele Jahre der da schon Trainer ist. Wann ist der? 15 Jahre und 10 Jahre. Welche Liga? Oberliga? Er ist ja Oberliga. Aber mit 34 ist er das erste Mal Trainer geworden. Das ist wahrscheinlich seine erste Station. Aber jetzt in der Bundesliga natürlich ein unbeschriebenes Blatt. Deswegen ist es für mich ein durchschnittlicher Trainer. Sehr sympathisch. Ja. Hat man ja nichts gegen, wenn die mal auch mal ein bisschen überraschend. Würde ich direkt mitgehen. Also ich bin auch schon ein bisschen überdurchschnittlich, oder? Heutzutage so lange bei einem Verein als Trainer und das dann noch erfolgreich ist schon. Trauer Simon ist ja auch überdurchschnittlich. Das ist natürlich auch in unteren Ligen gewesen, aber ja. Der stetige Erfolg gibt ihm recht. Ich finde, der hat schon fast das Schauderglas in der Hand, aber auch noch am oberen Ende. Ja, genau. Am oberen Ende. Ja. Ja, der gibt mir also nicht nur wegen des Vornamens, aber irgendwie gibt er mir so Frank Rosin-Vibes. Der gibt mir auch Frank Rosin-Vibes. Ja, ich mag Frank Rosin echt relativ gerne, deswegen bin ich auch schon richtig. Willst du den Listen? Frank Rosin ist ganz oben. Ja, lass mal nach Dorsten. Frank Rosin trägt einen Flensburger Region. Frank Rosin auch über Christian Gach? Boah, der Restaurant-Tester. Fand ich auch ganz nice, aber Frank Rosin ist auch überall. Okay. Ja, der ist ja jetzt, aber ich gehe auch ins Traugott Simon noch, weil der auch mich auch manchmal ein bisschen an Christian Gach erinnert. Ist natürlich der nächste Trainer auf der Liste. Christian Streich. Christian Streich. Auch ein Alkoholproblem oder warum? Was heißt das hier? Diskutieren mal kurz weiter. Die sehen einfach irgendwie so ein bisschen wie irgendwie. Flair haben? Einfach so ein paar Okay. Rein, ich hab gesagt, diskutiert weiter. Ja, hört man euch die ganze Zeit auf. Das macht wenig Sinn. So. Ne? 11 Jahre im Amt. Christian Streich. Beim SC Freiburg. Ja. Kommt man. Ja. Wer will anfangen? Jetzt. Wie also, meiner Meinung nach ist Christian Streich schon. Christian Streich? Streich ist schon. Christian Streich zu Al-Achli? Ich will nicht übertreiben, aber ist schon. Obwohl. Also ich meine, wenn wir gerade Frank Schmidt genau auf Frau Simon in die Mitte gerankt haben,
dann will ich schon Christian Streich mindestens auf Stauder machen, wenn nicht sogar auch schon in den Flens-Bereich, weil ich schon sehr überzeugt bin von Christian Streich, weil er schon so lange beim Club ist und sie jetzt sogar auch noch bis zur Champions League gebracht hat. Also, ich bin schon sehr überzeugt von dem. Ich kann mich rein leistungstechnisch nur anschließen bei Nils. Also ich finde den, also jetzt ist kontinuierlich gesteigert. Kontinuierlich gesteigert, genau, hört ja irgendwie nicht auf. Also die spielen ja immer noch geil. Du denkst ja, ah, die ist zocken jetzt wahrscheinlich nicht mehr so und die werden dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder so spielen. Wahrscheinlich. Ist schon vom durchschnittlichen Bully-Club zu einem sehr überdurchschnittlichen. Ja, die waren schon auch zwischendurch auch mal zweite Liga. Ja, zweite Liga war schon sehr schön in Leipzig hochgekommen. Ja, genau. Und die, also leistungstechnisch gefällt er mir. Würde ich ihn auch Richtung Stauder packen. Also schon eher ein Stauder, aber also ich mag den Typen persönlich nicht so sehr, wie die meisten den so verkulten, also dass das so ein Kulttrainer ist und sowas. Das feiere ich irgendwie nicht so, also ich mag, ich finde den rein charakterlich nicht so geil. Weiß ich, ist nicht so meins, einfach. Wo wäre der Take? Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie ein bisschen komisch, keine Ahnung, mir gefällt der nicht so. Also ich tue den am Ende des Tages in ein sehr positives Traugott-Sieber. Ich finde den immer so ein bisschen introvertiert. Also, und sein Streich. Ist auch schon leicht interpretiert, finde ich. Ist ein Streich, ich finde, er zeigt schon das öfter mal nicht seine Emotionen. Jetzt am Ende der Saison finde ich schon, aber. Also jetzt diese Saison? Nein, diese Saison fand ich jetzt. Ende der Saison fand ich jetzt nicht so krass. Aber ich verstehe, was Florian meint, dass er so, halt so ein bisschen. Er ist ein Schmacko, Digga, seid doch mal ehrlich. Also, nein, das nicht, aber der ist halt so. Gibt ja auch. Schmacko ist ja nicht direkt negativ. Deshalb ist er ein bisschen anders drauf. Der ist so ein bisschen. Genau. Crazy ist der. Das ist halt einfach so ein alter Mann aus dem Breisgau, ne? Ja, genau. Und? Für mich auch ein Stauder. Absolut ein Stauder. Vor allen Dingen, wenn man betrachtet, weil wer hier sonst in der Liste drin ist, kann man eigentlich nicht argumentieren, Christian Streich in Priorität zu packen, in meinen Augen. Also, ihr kratzt auch schon ein bisschen am Flens, finde ich, oder? Ja, ja, würde ich nämlich auch sagen. Wir kratzen halt am Stauder, das reicht mir, Digga. Aber für Flens reicht auch noch nicht. Und dann macht aber jeder hat auch persönliche Probleme. Ja, ich habe Streichprobleme. Ja, ja, ist deswegen geht es weiter. Mit, ja, der hat mich auch mal vielleicht angehört, der Südiger, vertraut. Der hat richtig recht gehabt. Da hast du wahrscheinlich auch viel zu viel gepöbelt mal wieder. Nach drei, vier Bier. Kann sein. Deswegen machen wir das doch einfach weiter. Dann Benni macht das so reibungslos. Guck mal, der heult schon, Digga. Wir sind am dritten Trainer, am zweiten. Was ist jetzt los, Digga? Der hat so krass gelacht, ey. Ja, wir sind ja in Ruhe jetzt. Ja, ironischerweise, wenn wir den Vornamen betrachtet. Ist nämlich der jüngste Trainer der Liga, Dino Topmöller. Dino Topmöller. Wow. Den checken wir wieder. Genau. Shoutout. Einmal in die Kommentare eine 1, wenn ich nicht gecheckt bin. Ja, Dino Topmöller. Muss das ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Und deswegen fahre ich hier in die Mitte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ich kenne den auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich hab dieses. Konferenz ein bisschen geguckt, da wo er rein bei Frankfurt ist, habe ich mir so ein paar Minuten angeguckt. War ein ganz chilliger Typ, aber er kommt halt von Bayern, deswegen packe ich jetzt untere Traugott, Simon. Ja, ich glaube auch, dass er. Eher nach unten, weil halt Bayern muss jetzt. Ja, du bist nicht ohne Grund da jetzt Trainer geworden, deswegen irgendwas muss der ja auch im Kasten haben, aber ich kenne ihn halt auch nicht, deswegen auch für mich mittlerweile hier. Genau. Irgendwas im Kasten haben ist nämlich beim Traugott Simon nämlich auch die Hauptsache. Möglich, etwas im Kasten haben ist immer gut. Weil ein bisschen im Hintergrund bei Bayern. Kann den auch schon. Kann man auch nicht ranken, der braucht ihn. Ich würde den schon nicht auf Durchschnitt. Ich würde ihn dann schon einen weiter runter machen. Ja, der schon einen. Ich weiß ja nicht, ob der schlecht ist. Frank Schmidt auf Durchschnitt. Ja, aber das ist ja einfach nur, der ist ja quasi an Auserwertung. Einfach, wenn du ihn mit hast, weil wir können ja nicht sagen, was der ist so. Genau. Ja, weiß nicht. Muss auf jeden Fall Zeit geben. Aber der hat einen sehr guten Frankfurt-Kader erwischt dieses Jahr. Also der kann schon was damit machen, würde ich sagen. Ja, der hat sich auch die gut verstärkt, finde ich. Sehr gut verstärkt. Deswegen, also. Wenn, also ich finde, Frankfurt hat schon den Anspruch, Europa zu spielen dieses Jahr. Ja, Digga, also Europa safe. Vielleicht sogar die Welt. Wer Europa spielt dieses Jahr, ist natürlich Urs Fischer mit Union Berlin. Im Olympiastadion. Für mich in Flens. Ja, Urs Fischer, würde ich auch sagen, wahrscheinlich der erste Kandidat fürs oberste Tier. Ja. Weil. Auch von Jens Keller, glaube ich, übernommen bei Union Berlin. Da innerhalb von 2 Jahren, meine ich, in die erste Liga geführt. Aus 2 Jahren aus dem und Keller. Und dann jetzt in diesen 3 Jahren halt, würde mich wundern, wenn es viele Vereine vorher gab, die innerhalb von 3 Jahren zweimal in der Bundesliga zweimal europäisch gespielt haben. Mhm. Auch wieder kontinuierlich. Und kann man den. Das wäre geil eigentlich. Der ist sehr geil. Der ist auch echt und, geil.
Er macht ja auch mit einem Kader, der eigentlich nicht mal dazu in der Lage sein sollte. Das spricht ja auch nochmal für den Trainer, dass er mehr aus der Mannschaft rausholt, als eigentlich möglich wäre in vielerlei Hinsicht. Und deswegen Flensburg. Also ich finde den auch, also leistungstechnisch kannst du nichts gegen ihn sagen, also gar nichts. Der macht halt overperformt halt die Sau, aber halt hat aber auch einen unfairen Start. Mittlerweile ja auch dann nicht mehr irgendwie, also man kann zwar overperformt sagen, aber das ist jetzt auch nicht das erste Jahr, dass er overperformt wird. Also der Kader overperformt halt. Genau, aber das wird ja schon irgendwie sehr nah. Die ganze Zeit nur overperformt. Ja, das sind ja immer neue Spieler bei ihm. Ja, genau, das ist ja eben das Krasse. Also das wird ja schon irgendeinen Effekt von dem haben, also dass der irgendwas da richtig macht. Und ja, rein, also was er jetzt sympathisch, ich finde ihn ganz cool, er ist halt so ein ruhiger Typ, der sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen lässt, deswegen, ich finde ihn eigentlich ganz entspannt, ich würde ihn nicht ins oberste Tier packen, weil da fehlt mir irgendwie so richtig dieses gewisse Etwas, aber deswegen packe ich ihn einfach in den Stauder rein, auf ganz entspannt, Digga, auf tiefen entspannt, und deswegen stabiler Typ. Du bist sicher, dass ich tief entspannt. Der ist wirklich tief entspannt. Ich packe ihn auch in Stauder, ich finde fußballerisch, ich könnte auch einen Fans trinken, aber ich persönlich mag ich den einfach nicht so gerne. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie dieses Jahr wirklich nicht mehr so stark sind. Das habe ich halt letztes Jahr auch gesagt, deswegen hätte ich mir das so gebraucht. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall persönlich nicht so mit dem auf einer Wellenlänge. Nee, ich auch nicht. Ich packe ihn einfach nee, aber der hält sich auch eigentlich ziemlich raus aus der Öffentlichkeit. Genau. So. Der macht ich glaube, so On-Field-Interviews und so. Genau, aber ich glaube, so privat würde ich jetzt nicht so mit dem klarkommen. Weißt du, was ich meine? Ja, weil der einfach so ein alter Mann ist. Ja, aber doch korrekte alte Männer. Ja, aber der ist halt so ein alter Mann, der so chillt einfach. Ja, genau. Das ist alles, was er jetzt machen soll. Der chillt einfach. Ja, wie chillt auch, Digga, weißt du, ich meine. Er ist nicht so alt wie Urs Fischer. Aber der ist trotzdem alt. Über 50. Mal schauen. Ja. So alt. Scheiße, Urs Fischer ist cool. Schauen wir euch jetzt auch. Nils Meyer. Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Und ich schließe mich eher an. Nils ist echt eine Bereicherung, seitdem er da ist. Ich schließe mich echt Benni eigentlich eher an als Florian. Florian mir ein bisschen zu kritisch heute. Ich bin immer Hater, Digga. Ich glaube, den nächsten hatet Florian auch, meine ich mich daran zu erinnern, und zwar Gerardo Seoane. Boah. Und den Verein auch, und von daher will ich einfach sagen, Florian, sag mir doch mal einfach, was du von Gerardo Seoane bei Gladbach hältst. Freunde, wo soll ich den wohl reinpacken? Nächsten Seoane, also ich fand den bei Leverkusen am Anfang, dachte ich mir so, boah, der passt, also rein vom Äußerlichen her, passt der irgendwie. Also das der hat eine Roger Schmidt-Vibes. Genau, der hat eine unnormale Roger Schmidt-Vibes, also dann dachte ich, der passt irgendwie. Aber also ich glaube wirklich, also wir wissen ja alle, wo Gladbach dieses Jahr landet. Guck mal, auf den Abschluss. Es wird schwierig dieses Jahr. Vorab schon mal für die Prognose, genau. Kann ich sagen. Genau, und der wird doch einer der Ersten sein, die auch noch vor Weihnachten dann gucken können, wo es hingeht. Nämlich nicht mehr in Gladbach. Und den mag ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich fand den eigentlich am Anfang bei Leverkusen gar nicht so schlecht. Also da hat er ja relativ performt sogar. Und dann ist er extrem eingebrochen mit Leverkusen. Hatte auch ein bisschen Pech mit, ich glaube, Wirtz, ne? Ist Wirtz ausgefallen derzeit? Ich glaube schon, ne? Aber ich finde das jetzt, ich finde das auch immer schwer, wenn man irgendeinen Trainer einstellt, der, keine Ahnung, ein halbes Jahr davor gefeuert wurde, weil er überschlechte Ergebnisse geliefert hat. Also ich finde das irgendwie, keine Ahnung, anscheinend ist er dann nicht Bundesliga-würdig mit seiner Taktik. Ich meine, Leverkusen und Gladbach vom Kaderunterschied ist ja jetzt auch nicht so allzu groß, weißt du? Ja, jetzt doch, also mit dem, mit dem er dieses Jahr. Ich meine jetzt letzte Saison. Ja. Schon ich weiß nicht, was man in. Und dieses Jahr ist der Kader auf jeden Fall sehr scheiße von Gladbach, deswegen, ich glaube, der hat auf jeden Fall große Schwierigkeiten, noch unter Weihnachtsbaum zu sein am 24.12. Der liegt da als Geschenk einfach. Ja, das ist der Arsch. Der wird dann für irgendeinen neuen Verein eingepackt. Ich weiß nicht, was man in Gladbach für Bier säuft, aber ich schicke dir, wie gesagt, vor Weihnachten noch mit einem Berliner Kindle in der Hand und sage, komm, dann mach auch jetzt und geh. Mach. Würde ich unterschreiben auf jeden Fall. Also ich habe natürlich immer noch eine starke Sympathie für den Mann. Fußballerisch ist aber ähnlich wie bei mir. Und also ich habe zu dem ein ähnliches Verhältnis wie zu Florian Kohfeldt. Nicht ganz so stark und Liebe, aber ich mag ihn auch sehr gerne. Irgendwie. Es sieht aus wie so ein Mafia-Boss irgendwie. Das feiere ich sehr. Ein Floko geht ja zu Düsseldorf nächstes Jahr, ne? Jetzt habt ihr es gehört. Und deswegen setze ich ihn. Er will sich auch nicht mal hingelassen. Der weiß das selber. Deswegen setze ich ihn auf das zweite Tier ins Kirby rein. Wenn sie beim Kirby saufen. Mensch, rät ihn auch.
Gerardus Ioane. Bei Lüttich jetzt. Bei Eupen. Bei Eupen, Digga. Bei Eupen? Ja, aber da bockt doch eh noch einer. Ich meine, da geht's nach Düsseldorf, dann geht's hoch in die Stadion vorbeigefahren. Ja, schon. Stadion. Gerardus. Was nach Rennen 3000? Ja, safe. Gerardus Ioane hat erste Saison, war für Leverkusen Verhältnisse eine okay Saison. Auch wie man gespielt hat, so okay. So, ja. Wenn man Leverkusen-Fan ist, war man wahrscheinlich ganz zufrieden. Schau dort an. Henning, natürlich. Und Elias Wittgenbach auch. Shoutout Elias Wittgenbach. Weiß SV Hülse Dritte. Kenn ich, Digga. SV Hülse Dritte. Ja, dann von mir aus. Aber Henning ist auf jeden Fall echt Leverkusener. Außerdem, Axel Werner ist natürlich auch Leverkusen-Fan. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Darum geht es nicht. So, die nächste Saison von Jerry Seoane, wo er entlassen wurde, waren ja die Ergebnisse richtig scheiße, aber die Mannschaft hat eigentlich ganz okay gespielt. Und da hat es wahrscheinlich einfach für Leverkusen nicht gereicht. Fußball ist ein gutes Sport. War der aber bei Young Boys, oder? Ja, bei Young Boys. Aber an sich, glaube ich, ist es ein solider Trainer. Deswegen, wegen seinem Track Record in der Bundesliga, reicht es auf jeden Fall nicht für die obersten beiden, aber fürs mittlere reicht es auf jeden Fall bei mir. Also vom checkt da diese Vereine halt gar nicht, die irgendeinen Trainer einstellen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber die neu in die Liga reinkommen, ne? Der war erste Station war der bei Leverkusen, der kommt da rein. Ich glaube, die ersten 10 Spiele oder so war ja gar nicht so schlecht. Dann haben sie die total eingebrochen. Das war schon so in den ersten. Die erste Saison war komplett okay. So ja. Die erste Saison sind die vierte. Das ist voll okay. Wie bei so einem guten Bosch, da waren die anderen jetzt auch gut. Ja, warte, der ganze Saison ist eine Saison sind doch, glaube ich, 10 Spieltage oder so hinterher. Aber der ist schon sehr früh gefeuert worden, das weiß ich auf jeden Fall noch bei Leverkusen. Also vor dem Porto CL-Spiel ist er gefeuert worden, weil das war, glaube ich, Alonso erstes Spiel oder zweites. War vor Tedesco, oder? Da war ich da. Nee, Tedesco war der erste. Das habe ich natürlich richtig gekonnt in der letzten Prediction. Shoutout an mein Vergangenheits-Ich. Shoutout auch an Bo Svensson natürlich. Bo Svensson, Trainer von Mainz 05. Ich finde, Bo Svensson gibt auf jeden Fall krasse Thomas Tuchel-Vibes. Ich weiß auch nicht wieso. Also, dann mach doch direkt mal weiter mit deinem Ranking. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, der gibt mir irgendwie extreme Jürgen Klopp und Thomas Tuchel bei Mainz-Vibes. Keine Ahnung, frag mich nicht wieso. Ich finde auch natürlich ein riesen Spacko, dass er jetzt die Meisterschaft mit seinem Team kaputt macht. Ein bisschen falscher Ehrgeiz, dass er die so eingedrillt hat, dass die echt einen Unentschieden so geholt haben. Ja, die haben sich nicht eingedrillt, aber nur beschissen gespielt. Aber ich finde, der macht seine Sache auf jeden Fall gut. Der hat gute Spieler entwickelt, wie Ayorke. Also macht das auf jeden Fall echt, echt gut bei Mainz. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wo haben die jetzt geändert in dem... 9, 10, aber für Mainz völlig okay. Nein, ich komme ja auf. Die haben auch an Europa noch geschnuppert, mal zwischendurch. Genau, ins Mittelfeld. Ins Mittelfeld als Durchschnitt-Rank noch auf jeden Fall. Ich finde den eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich finde den ganz sympathisch. Ich würde geiler als Kai Havertz? Also ich würde den ins Stauder packen. Ich fühle mich mal so schlecht, ihn ins Stauder zu packen, weil das fühlt sich für mich so richtig. Ernst, wie eine Ehrung an, weißt du? Ja. Dass ich ihn in den Schauder packe, aber es ist halt nur Platz 2. Aber ich tue ihn da auf jeden Fall gerne rein. Keine Ahnung, das ist halt, der hat schon so ein bisschen atziges Verhalten, das finde ich echt ganz geil. Der war doch ein Arzt als Spieler. Ja, normalerweise als Trainer ist das immer noch was anderes. Ja, deswegen, ich finde den auf jeden Fall ganz geil. Mainz passt auch perfekt zu dem, der kann sich da ausnehmen, der zeigt, dass er ein vernünftiger Bundesliga-Trainer ist. Hat ja auch da gespielt. Genau, und der ist einfach ein interessanter Charakter, also ich packe den auf jeden Fall. Eher Richtung Traumgott als nach oben, aber trotzdem noch ins Schauer. Gehe ich mit. Man muss ja auch ihn so gut halten, er ist jetzt schon 2,5 Jahre im Amt und er hat übernommen in der Saison, wo Schalke abgestiegen ist. Und Mainz hatte eine noch schlechtere Hinrunde gespielt als Schalke in diesem Jahr. Stimmt. Die hatten irgendwie so 6 Punkte nach der Hinrunde oder so. Und dann hat Svensson übernommen und war irgendwie Vierter in der Rückrundentabelle oder so. Und hat die seitdem jedes Mal in der oberen Tabellenhälfte, glaube ich, gehalten. Also da kann man auf jeden Fall, also da hätte man auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mit gerechnet als Mainz 05 Supporter. Nee, wahrscheinlich. Ja, ich euch an. Zweites Tier. Stauder. Da ist gesagt. Aber weiter direkt mit Sebastian Hoeneß. Vom VfB Stuttgart. Ja. Schwer. Wer will anfangen? Fang du mal an. Ich? Ja. Sebastian Hoeneß. Gute Relegation. Bei Hoffenheim war er bisher ganz okay, würde ich sagen. Weil so
klassisches Hoffenheim aus den letzten 3-4 Jahren. Halt irgendwo, manche, wenn die richtig gut waren, haben, konnten die mit jedem mitspielen. Wenn die richtig scheiße waren, haben die einen Absteiger verloren. Immer so. Und ja, bei Stuttgart passt er, glaube ich, ziemlich gut hin. Ist ja noch relativ jung. Und da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch für höhere Tiers reicht in der Zukunft. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, ist er ein ziemlicher Durchschnittstrainer in der Liga. Also ich finde den einfach irgendwie geil, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass da noch was kommt. Geil als keine Ahnung was? Ja, oder Kai natürlich. Wer ist das? Nee, also. Doch, ja, das auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht Nee dazu gesagt, sondern. Ich wollte schon sagen. Sebastian Hoeneß, den packe ich auf jeden Fall auch in den Stauder. Den finde ich echt. Also, ich mag ihn zum Beispiel persönlich mehr als Urs Fischer, würde ich jetzt sagen. Ich mag ihn irgendwie auch persönlich, aber nur weil der. Ranking mit Kai Havertz. Frisur machen. Der hat doch mal einen. Ja, der hat doch mal einen. Nee, aber Sebastian Hoeneß pack ich ins Stauder. Den finde ich einfach geil. Das ist irgendwie ein lustiger Typ. Also der gefällt mir immer mit der Kappe so tief, dass ich irgendwie. Ich würde auch sagen, Höhn ist näher an Stauder als an den Unterhalt-Tiers, aber. Also ich, keine Ahnung, stabile Relegation, hat Stuttgart gut drin gehalten. Wundermal. Aber Hoffenheim. Seitdem der da war, war Stuttgart auch deutlich besser. Okay. Ich auch. Auf jeden Fall. Ich glaube auch bei Stuttgart passt der richtig gut. Mit Zagadou sehe ich den. Ja. Der ist wahrscheinlich auch besser mit so etwas jüngeren Kadern. Da geht auch. Ja, ich feiere den auf jeden Fall überhaupt nicht. Jetzt sind wir in der Jamie eine Bar, die sind zusammen Köpen. Oha! Das ist zusammen Köpen. Ich mag den einfach nicht. Bei Hoffenheim kann ich auch weiter unter den Möglichkeiten spielen. Und jetzt bei Stuttgart hat man ja nicht so viel gesehen. Die Relegation war stark, aber sonst. Sehr stark. Ja, halt Relegation, ne? Hätte auch in der Liga bleiben können, wenn er sich ein bisschen angeschränkt hätte. Hätte es vielleicht auch für ein höheres Tier gereicht. Hättest du mal Schweinefleisch gegessen, ne? Ja. Wäre es nicht passiert. Ja. Ja. In dieser Episode noch zwei der 18 Trainer. Wir sind beim 8. von 9. Vom 1. FC Köln, Steffen Baumgartner. Total geil. Ja, einer von den beiden mit der Cam muss anfangen, auf jeden Fall. Also, geht ja, nicht anders. Richtig? Wir ganz zusammen aus Berliner Kindel, ja. Ganz unten. Ja. Berliner Kindel. Ich weiß genau, dass du den nicht ins Berliner Kindel packst, wenn du abends zu Hause im Bett liegst und überlegst, wie geil das ist. Dann packe ich ihn so heftig. Ins Berliner Kind rein. Ich glaube, dann am meisten, Digga. Dann noch die noch mehr als jetzt. Dann noch mehr jetzt. Na, keine Ahnung. Im direkten Vergleich zwischen Köln und Steffen Baumgart. Der Köln hat mehrere Tiers über Steffen Baumgart. In meinen Augen. Das ist hart. Steffen Baumgart so viel schlimmer als der erste FC Köln. Ja, guck ihn dir an. Dann schau ich fand Steffen Baumgart schon mal in Paderborn. Komplett geil. Paderborn haben jetzt nicht schon immer geisteskrank. Guck mal, das Ding ist, ich check auf jeden Fall, dass man den so überhaupt nicht feiern kann. So, aber ich will den feiern. Also das ist so eine Person, entweder hast du die oder du feierst. Ja, ich kann es halt nachvollziehen, über den feiern. Ja, genau. Ich finde das so geil, Digga, wie der jedes Mal bei minus 8 Grad am T-Shirt unten steht und komplett die Jungs am Anheizen ist, Digga. Genau, ich feiere den komplett, aber. Weiß ich, check auch, wenn man sagt, ja, Digga, ist nicht so. Also ein Berliner Kindel, wo siehst du Steffen Baumgart? Ich würde den schon. Der hat schon aus Köln eigentlich einen durchschnittlichen Club gemacht in der Bundesliga. Ja, Digga, also hat die gut drin, hat schon stabil gemacht. Ich würde den schon, weil ich ihn auch persönlich feiere, würde ich den schon als Stauder. Ja, was nennst du mich? Ja. Soll ich dir sagen, wenn es einen Flens gibt, ja, in der Liga, dann ist aber das ist halt der Persönlichkeitsbonus, weißt du, was ich meine? Also würde ich den jetzt nicht feiern, würde ich den durchschnittlich machen, aber okay. Ich feiere den halt übertrieben, so wie der die Jungs anheizt und so. Du musst den halt nicht hassen, weil sonst ist er cringe, weißt du? Also, ich sage ja auch nicht, dass ich den Thomas Leis komplett abfeier, weißt du? Ich finde den auch find den nicht schlecht. Ja, ich würde den auf. Finde okay, Digga. Ja, einfach nur, weil er sich für den falschen Club entschieden hat. Also ich würde sagen, Steffen Baumgart ist, ich will jetzt gar nicht zu viel zu der Person sagen, weil ich habe auf jeden Fall nicht so eine starke Meinung wie die anderen Parteien hier am Tisch. Aber aus sportlicher Sicht kann man bei Steffen Baumgart eigentlich nicht viel sagen. Ich habe ja letztes Jahr bei der Prognose gesagt, Köln hat einen Kader, mit dem du eigentlich nur um den Abstieg spielen kannst. Und sie haben es nicht getan. Normal nicht. Und deswegen kann der eigentlich nicht viel niedriger als Stauder sein, in meinen Augen. Also mehr Tendenz zu Traugott als zum Oberen, aber das ist ein Stauder. Und Messi. So ein Stauder, Digga. Dann für diese Episode der letzte Trainer, sehr interessant. 4 Monate im Amt,
Thomas Tuchel, natürlich, das Taktik-Genie. Ja. Schon. Schon Weltklasse-Trainer, meiner Meinung nach. Fittet finde ich jetzt nicht so heftig in Bayern rein. Kann auch, ich sehe den irgendwie so ein bisschen auf gelber Genie. Wie in FIFA, ich weiß nicht wieso. Ich feiere den. Meinst du jetzt wegen Dortmund? Nee, hab ich auch gerade gedacht. Der Gelber liegt bei FIFA. Also, ja, als würdest du einen Kanon Rechtsverteidiger auf RAV spielen, weißt du, dieses Gelber. Nicht ganz. Ja, aber feier ich. Also ich kann auch nicht. Ja, aber RAV auf RAV hat immer noch 7 Spieler. Ja, aber hat er ja auch noch. Ja, ja, safe. Er hat keine 7 Spieler bei Bayern. Also ich habe irgendwie nicht irgendwie das Gefühl, dass er da so richtig reinpasst und ich glaube auch nicht, dass er allzu lange noch bei Bayern ist. Meiner Meinung nach. Aber es ist halt. Er ist mit PSG direkt ins Champions League Finale gekommen. Mit Chelsea hat er den CL-Pot geholt. Gegen City ist auch schwer. Also, ja, ich feiere den. Bei Dortmund habe ich ihn auch eigentlich gefeiert. Der hat aus Dortmund auch eine krasse Mannschaft gemacht damals. DFB-Pokal geholt. Ist jetzt auch nicht so einfach mit Dortmund. Also, ich würde den auf jeden Fall als Fans. Ja, ich würde den Typen auf jeden Fall. Persönlich mag ich den sehr gerne, rein ohne jetzt leistungstechnisch. Das ist super Typ einfach. Unabhängig von Persönlichkeit. Ja, genau. Leistungstechnisch ist das natürlich einer der besten Trainer der Welt, Top 3 wahrscheinlich. Top 5 vielleicht. Also aktuell. Ja, genau, aktuell. Nein, natürlich nicht, aber Top 3 auf jeden Fall in der Richtung. Und ich finde halt. Also cringe, wenn Bayern legst, dann mindestens 2 Titel holt. Ist ein Fakt, Digga. Also, wenn die Kane holt. Wenn die Kane holt, Digga, dann ist cringe. Ja, so ist richtig, deine Richtung. Und ja, ich würde ihn wahrscheinlich auch ins Schauder packen. Ja, das ist einfach ein. Also ein Schauder. Ja. Darf ruhig nass werden. Wieso? Weil er ist ja, das ja gesagt, das ist ein Top 3 Trainer auf der Welt. Vielleicht Top 3, mindestens Top 5. Ja, genau, aber super, ich gehe auch noch mit rein. Ja, okay. Ja, okay. Meinst du auch, du magst den? Nee, ich mag den auch, aber ich. Steffen Baumgart mag den jetzt nicht, weißt du. Okay. Ja. Was ich das jetzt auf einmal aus Steffen Baumgarts Kopf aussehen machst. Aber ich würde sagen, ist absoluter Weltklasse-Trainer. Ich bin noch nicht, also ich kann mir sehr schwer vorstellen, wie wir nächstes Jahr spielen, was er sich da überlegt, wenn er eine gesamte Sommerpause hat, um einen Spielplan zu entwickeln. Weil als er bisher die Spiele, die er jetzt über die Saison zu Ende gebracht hat, war er. Taktisch gesehen einfach nur das von vorher ein bisschen stabil zu versuchen zu stabilisieren. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall keine 3-4 besseren Trainer auf der Welt und von daher kannst du ihn eigentlich nur ins Fans packen, in meinen Augen. Und als Typ bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil nämlich, glaube ich, der ist eigentlich ein guter, aber der ist sehr schwer nachzuvollziehen. Also ist ein sehr komplexer Mensch auf jeden Fall, glaube ich. Glaub ich auch. Jo, sehr. Gib mir ein bisschen Lindner, weil. Ja, so ein junger Herr Lindner könnte ja, schon so. Nee, ja. Nicht der, ne? Nicht der. Nee. Ja, also ich finde den auf jeden Fall. Christian Lindner, wenn man natürlich. Ja, ich überlege auf jeden Fall in Flens. Vom Charakter natürlich ein komplexer Mensch, sag ich mal so. Aber ich feiere den auch irgendwie. Deswegen kommt der ganz nach oben bei mir. Und trinkt mit mir zusammen am Meer in Flens. Ja, das ist jetzt ein bisschen was was ich bei dem auf jeden Fall als Typ feier, ist so, egal ob man den mag oder nicht, der ist auf jeden Fall interessant, so, Digga, den checkt man. Alter, das ist auch jetzt krass, ne? Das sind ja die Bayern aus, ja, die musst du natürlich nicht nachvollziehen. Ja, ich will gar nicht wissen, was der Typ hier mit seinem, kannst ja gerne mal zeigen, was du hier anhast. Was soll das denn jetzt heißen? nee, das kommt ja gleich jetzt. Okay. Dafür muss man in der zweiten Folge einschalten. Die erste Episode ist natürlich jetzt am Ende angelangt. Wenn wir jetzt eigentlich hier Strip FIFA spielen würden, dann würden wir uns rausfinden. Keine Verabschiedung oder schieben wir uns einfach so. Strip FIFA gone wrong. Ja, keine Verabschiedung geht immer, oder nicht? Ja, tschüss, ne? Aber ja, Leute, ich wollte gerne mal wir machen weiter. Part 2 folgt. Und das war ein super Outro.